بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن الأعداء ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومبغضيهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Erstmal herzlichen Glückwunsch an meinen Meister, an meinen Führer, an unser Imam der Zeit, Imam al-Mahdi al-Muntazir, ajallahu ta'ala farajahu sharif, und an unsere Großgelehrten und an euch, liebe Geschwister, zum Geburtstag von Abu al-Fadl al-Abbas, Imam al-Hussein, salamullah alayh, und Imam al-Sajjad, salamullah alayh. Und wir dürfen auch Ali al-Akbar nicht vergessen, Vorbild für uns Jugendlichen, der Sohn von Imam al-Hussein alayhi salam, salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ajjal farajhum an al-a'da. Ich sage das hier und überall und immer. Al-Imam al-Hussein, salamullahi alayhi, was hat er für eine Bedeutung für uns? Viele nennen sich Khadim al-Hussein oder Husseini, also Diener von Imam al-Hussein, oder ich bin ein Husseini. Und er hat nicht mal Ahnung, wer Imam al-Hussein eigentlich ist und was Imam al-Hussein uns eigentlich bedeutet. Ein Beispiel, da wir hier in westlichen Ländern leben, Imam al-Hussein alayhi salam ist für uns genauso, so wie Jesus alayhi salam für die Christen. Was ist Jesus für die Christen? Deren Ideologie sagt, Jesus wurde gekreuzt, damit wir alle im Himmel kommen. Unsere Behauptung von Imam al-Hussein ist ähnlich. Al-Imam al-Hussein a.s. hat seine Freunde ausgegeben, hat seine Geschwister ausgegeben, Abu al-Fadl al-Abbas und seine drei Geschwister, hat seine Söhne ausgegeben, Ali al-Akbar a.s., der so alt war wie wir Jugendliche eigentlich, so 19, 20, sagen die Überlieferungen. Er hat sein Kind Abdullah Radi ausgegeben, 6 Monate alt. Er hat noch sie selber ausgegeben, seine eigene Seele hat er noch gegeben. Und im Endeffekt hat er noch seine Frauen und seine Schwester und seine Kinder gegeben. Warum? Damit die Glaube von seinem Großvater Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gerade bleibt, so wie es am Anfang war. Das ist Imam al-Hussein. Imam al-Hussein ist für uns gestorben. Imam al-Hussein, der ist dafür gestorben, dass wir heutzutage immer noch beten können, dass unsere Frauen heutzutage noch Kopftuch tragen können. Das ist Imam al-Hussein. Heute will ich eigentlich darüber reden, was sind die Eigenschaften von einem Husseini? Was sind die Eigenschaften von einem Husseini? Aber davor will ich eine Geschichte erzählen. Salla ala Muhammad wa ala Muhammad. Bevor wir über die Eigenschaften von einem Husseini reden, erzähle ich euch eine Geschichte, damit ihr merkt, was für eine Ehre wir normale Menschen, wir Husseiniyin, bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber Imam al-Hussein sallallahu alayhi. Und zwar, Imam Ja'far al-Sadiq sallallahu alayhi hat einen von seinen Anhängern dazu motiviert, Imam al-Hussein besuchen zu gehen. Und damals war es sehr schwierig. Heutzutage, wir sehen Imam al-Hussein, Kuppel, Minarette, Fahne. Man sieht Imam al-Hussein heutzutage von 5, 10 Kilometer entfernt, seine goldene Kuppel und so weiter. Damals war es nicht so. Imam al-Hussein war so wie die normale Erde. Gar kein Zeichen, gar kein Merkmal, gar kein Beweis. Da wurde nicht mal drauf geschrieben, dass das Imam al-Husseins Grab ist. Da war nicht so ein Hügel. Zum Beispiel, wie ihr seht, im Baqi' ist so ein leichter Hügel mit einem Stein drauf. Das war nicht mal bei Imam al-Hussein. Nicht mal ein Merkmal.
damals derjenige, der Imam Hussein besuchen wollte, der ist zu denjenigen hingegangen, die ältere Leute so meistens, die Imam Hussein schon besucht haben, und fragt die, wie die Imam Hussein besucht haben. Die zählen zum Beispiel von dieser Wand 200 Schritte nach vorne, 300 Schritte nach rechts, 200 Schritte nach vorne, und dann kommen die bei Imam Hussein an. Und ein Zeichen von Imam Husseins Grab war, dass sein Grab starken Geruch hatte von einem Apfel. Starker Apfelgeruch. Dieser Anhänger machte sich auf den Weg. Und apropos, damals haben die damals Imam Hussein immer besucht, wo es nachts, die haben natürlich Imam Hussein immer nachts besucht, und die haben immer probiert, in die Zeiten zu gehen, wo der Mond noch nicht voll ist, damit es nicht so leuchtet. Wirklich im Dunkeln. Warum? Weil die Abbasiden damals alle Besucher von Imam Hussein getötet haben. Er ist da hingegangen, er hat probiert, nachts, abends in Karbala anzukommen, er ist angekommen, er war in der Nähe von Imam Husseins Grab. Er machte sich auf den Weg zu Imam Hussein, es war leer, und da kam einer. Er meinte zu dem, wohin? Sein Benehmen von dieser Mann war so lieb, sage ich mal, dass der gemerkt hat, okay, das ist nicht ein Soldat von den Abbasiden, also vor dem brauchst du keine Angst haben. Er meinte, ich wollte Abu Abdullah al-Hussein besuchen gehen. Er meinte, kannst du später kommen? Komm so eine Stunde später. Geh zurück, komm später. Der meinte, warum? Der meinte, komm einfach später, ich sag dir das. Ich empfehle dir das. Er ist zurückgegangen, kam später wieder zurück. Er meinte, wieder, wohin? Er meinte, Imam al-Hussein besuchen. Du meinst, ich soll später kommen? Er meinte, warte noch kurz, nicht jetzt. Er meinte, warum? Der meinte, warte einfach. Er meinte, aber es wird gleich hell, warum gleich die Morgenröte und so weiter? Warum gleich morgen früh? Er meinte, warte nur kurz. Dann meinte der zu dem, jetzt geh. Geh Imam Hussein besuchen. Dieser Anhänger von Imam Sadiq hat Imam Hussein besucht, hat bei ihm gebetet, Koran gelesen etc. Was man normalerweise macht, wenn man Imam Hussein besucht. Als er fertig war, kam er zu diesem Mann zurück. Er meinte, warum hast du mir am Anfang gesagt, dass ich Imam Hussein nicht besuchen soll? Er meinte, in dieser Zeit, wo du zu Imam Hussein gehen wolltest, hatte Nabiullah Musa alayhi salam einen Termin von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, in dieser Zeit Imam Hussein zu besuchen. Und jetzt bist du dran. Also die Propheten, die brauchen einen Termin, eine Erlaubnis, eine Bestätigung von Allah subhanahu wa ta'ala, um Imam Hussein zu besuchen. Brauchen wir eine Erlaubnis? Solange du Geld hast, kannst du von hier aus direkt nach Irak fliegen. Die in Irak wohnen, wie viel bezahlt man da? 6.000 Dinar, 3 Euro noch was? Dann bist du bei Imam Hussein. Willst du zu Fuß gehen? Keiner sagt dir was. Du kannst zu Imam Hussein gehen, wann du willst. Und das ist eine Ehre für uns. Da müsst ihr sehen, wie Gott uns so gut behandelt, dass wir Imam Hussein besuchen können. Weil Imam Hussein sagt ja, besuchst du mich, besuche ich dich. Wann besuchst du mich, Abu Abdullah? Im Grab. Und wie schön ist es, Imam Hussein als Besucher zu haben, während du im Grab liegst. Es ist dunkel, eng, Sand, Tiere um dich herum. Du liegst allein, einsam, du hast Angst. Und auf einmal kommt Abu Abdullah al-Hussein. صلى على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد Jetzt kommen wir zu den Eigenschaften von einem Husseini. Ich habe, während ich heute die Ziyara von Abul Fadl al-Abbas gelesen habe, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. Da habe ich mir einzelne Begriffe aus der Ziyara genommen. Hier wird der Abbas عليه السلام beschrieben. السلام عليك أيها العبد. العبد heißt auf Deutsch Diener. العبد الصالح. الصالح heißt der Rechtschaffene. Al-Muti' Allah. Al-Muti' heißt der Brave, der immer alles macht, was von ihm verlangt wird. Von Abu Abdullah al-Hussein oder von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder allgemein von Ahlul Bayt.
Dann gibt es eine Stelle in der Ziyara, die ist so mehr am Ende der Ziyara. Da gibt es noch einmal Al-Wafi. Al-Wafi heißt der Brave. Al-Abbas war brav gegenüber Al-Imam Hussein, gegenüber Amir al-Mu'minin. Und am Ende der Ziyara, أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين مقتديا infinitiv مقتدى مقتدى heißt was der sich was als Vorbild nimmt und Al-Abbas hat die Gläubigen الصالحين als Vorbild genommen ومتبعا للنبيين متبعا heißt derjenige also derjenige der jemandem folgt und was sagen die hier in der Ziyara Mutabi'an lil-Nabiyyin, du hast die Propheten gefolgt. Das sind zum Beispiel Begriffe, jetzt denkt der eine oder andere sich, ja, das sind Begriffe, die sind speziell für Al-Abbas al-Islam, zum Beispiel Mati'a, loyal oder Al-Abid, Diener. Aber wir sollen als Beispiel nehmen, so als Vorbild. Nur ein bisschen. Zum Beispiel, geben wir mal ein Beispiel, ich will mir einen Lebenspartner oder Partnerin suchen. Worauf wird heutzutage geachtet? Wie seine Haare aussehen, welche Augenfarbe der hat, wie groß seine Nase ist, wie breit der Fleisch ist, wie dünn, wie groß, wie klein. Das sind alles äußerliche Eigenschaften und die bringen, ehrlich gesagt, nichts. Was bringt mir das zum Beispiel, wenn ich einen Mann heirate, der zum Beispiel breit ist, muskulös? Aber er lügt, er klaut, er lästert zu viel. Bringt mir nichts. Was bringt mir das zum Beispiel, wenn ich eine Frau heirate, die blonde Haare hat oder grüne oder blaue Augen? Und das ist nicht so eine vernünftige, die trägt kein Kopftuch zum Beispiel. Oder die lügt oder die redet immer schlecht über Leute. Bringt mir doch nichts. Äußerliche Eigenschaften können sich doch ändern in der Zeit. Zum Beispiel seine schönen Haare können sich doch verändern in der Zeit. Vielleicht durch Haarausfall oder irgendeine Krankheit, wo er dann Haarausfall kriegt. Sein Körper kann sich auch verändern. Er ist muskulös. Aber ihr wisst es ja, solange man 2 Monate nicht mehr trainieren geht, merkt man direkt, er hat damals trainiert, aber jetzt wird man dick oder sonstiges. Innerliche Eigenschaften sind sehr wichtig. Und wenn wir ehrlich sind zueinander, darauf achten heutzutage die wenigsten. Die gucken nicht, zum Beispiel wenn heutzutage ein Junge gesucht wird, ja was hat der für ein Zeugnis? Okay, komme ich heiraten? Will ich heiraten oder habe ich ein Bewerbungsgespräch? Was hat der für ein Zeugnis? Wie viel verdient der? Hat er ein Auto? Hat er ein Haus? Die fragen nicht nach. Vielleicht fragen die so nebenbei, ist er gläubig? Du musst doch fragen, betet er? Geht er zu Majalis? Wie wichtig ist Ahlul Bayt für den? Wie wichtig ist aber Abdullah für den? Das ist doch wichtig. Stell mal vor, du heiratest den, aber der erlaubt dir nicht in Majalis zu gehen. Was hast du davon? Der verbietet dir, deinen Kontakt mit Ahlul Bayt zu verstärken, mehr aufzubauen. Die Eigenschaften von einem Husseini sind die, die ich gerade eben aufgezählt habe. Ein Husseini darf nicht irgendwie stolz auf sich selber sein, angeben. Al-Imam al-Kadhim sagt selber, man madaha bi nafsi laysa minna. Derjenige, der sich mit sich selber angibt, gehört uns nicht. Man darf nicht angeben. Man muss Geduld haben. Geduld ist sehr wichtig. As-Sabr ra'san iman. Geduld ist, sag ich mal, Kopf von deinem ganzen Glaube. Du musst Geduld haben. Was musst du noch haben? Du musst Akhlaq haben, dein Charakter muss aus Gold sein. Wenn jemand zum Beispiel wütend zu dir kommt, wütend, sauer, er kommt zu dir, er beleidigt dich, wie reagierst du? Wie reagieren wir heutzutage, wenn jemand mich jetzt beleidigt? Wir beleidigen zurück oder wir schlagen zurück. Aber wie haben die Ahlul Bayt damals reagiert? Wo Ibn Fadl al-Abbas und Hassan und Hussein sitzen und einer aus der Scham kommt und sagt, ich verfluche dich und deinen Vater Ali ibn Abi Talib. Sein Vater ist tot. Was hätte der Abbas mit dem machen können? Direkt töten. Aber die haben Geduld gezeigt. Imam Hussein ist aufgestanden, er meint,
Oliver Bruder, hattest du Stress zu Hause? Ist dir das Wetter vielleicht unpassend? Hast du Hunger? Komm bei mir zu Hause essen. Wie fühlt der andere Person sich? Wenn jemand mich jetzt zum Beispiel beleidigt oder schlägt und ich einfach Dankeschön sage, wie fühlt er sich? Er fühlt sich dreckig. Er fühlt sich nicht so gut. Und so muss ein Husseini sein. Ein Husseini muss Imam al-Hussein das Wichtigste in seinem Leben haben. Wichtiger als seine Eltern sogar. Wenn die dem sagen, komm zum Majlis, da guckt er nicht auf seinen Terminplan. Habe ich Training? Habe ich ein Treffen mit einem Freund oder Freundin oder keine Ahnung? Nein, ich komme zum Majlis, aber Abdullah. Und diese Ehre habt ihr heute alle bekommen, hier zu sein. Während andere, es ist Freitag, es ist warm draußen, grillen, Fußball spielen, schwimmen gehen, mit Freunden rausgehen, shoppen und keine Ahnung was. Ihr habt die Ehre bekommen, hier hinzukommen. Majlis aber Abdullah ist das Wichtigste. Bevor ich meinen Vortrag beende, gebe ich euch 4 Personen, die ihr als Vorbild annehmen müsst für die Eigenschaften von einem Hussein. Und der erste ist Abul Fadl al-Abbas. Von Abul Fadl al-Abbas könnt ihr zum Beispiel nehmen die Stärke und Mut in der Liebe von Imam Hussein. Die Liebe von Imam Hussein ist sehr wichtig. Und Abul Fadl al-Abbas hat gezeigt, ihm war alles egal. Egal. Zum Beispiel Abul Fadl al-Abbas am 10. Muharram, Shimr bin al-Jawshan al-Anatullahi alayhi, kam zu ihm. Er meinte, Abul Fadl, du und deine Geschwister, komm zu uns rüber. Und das seid ihr sicher, aber Fadl al-Abbas meinte, ich verfluche dich und deine ganze Armee, geh weg von mir. Ich bleib bei Ibn Rasulullah, aber Abdullah. Meinst du, ich verlasse ihn? Stolz muss man sein auf Imam Hussein und seine Liebe. Al-Imam al-Jassalam Allah alayhi, muss man auch als Vorbild nehmen. In seiner Ibadah, Zainul Abidin, As-Sajjad, weil sein Sujud so lange war, As-Sajjad. Halten wir uns daran? Al-Imam al-Askari sagt doch in seinem Testament in Tuhaf al-Uqul, findet ihr das? Verlängert euer Sujud. Und von Imam Sajjad können wir auch nehmen, wie man sich um Imam Hussein trauern kann. Man muss Imam Hussein und Allah subhanahu wa ta'ala dienen. As-Sajjad, er hat für Allah subhanahu wa ta'ala gebetet und er wurde sogar als Al-Bakka genannt, der Weinende, weil er so viel geweint hat. 35 Jahre lang hat er geweint. Und die bekämpfen uns, weil wir weinen, weil wir ein bisschen Blut von unseren Köpfen geben. Imam Sajjad, Hand aufs Herz. Ich weiß, ich habe viel Zeit genommen, aber ich bin gleich fertig. Was ist gefährlicher? Blut aus Auge oder Blut aus dem Kopf? Natürlich aus Auge. Imam Sajjad hat immer, als er Essen bekommen hat und dabei war ein Glas Wasser, wurde mit Blut befüllt, weil Imam Sajjad geweint hat, als er Wasser gesehen hat. Imam Sajjad ist ein Imam, fehlerfrei. Er weiß auch, dass das gefährlich ist. Aus dem Blut, also mit Augen Blut zu weinen. Die bekämpfen uns, weil wir uns auf den Kopf schlagen und ein bisschen Blut Imam Hussein geben. Also, du trauerst dich um Imam Hussein und du hältst dich an deine Gebete gleichzeitig. Was bringt dir das, über Imam Hussein zu weinen oder Brust zu schlagen, aber du betest nicht? Imam Hussein will dich gar nicht haben. Sayyidah Zainab soll man auch als Beispiel nehmen, als Vorbild, was Geduld angeht. Sei geduldig. Sayyidah Zainab blieb die ganze Zeit geduldig. Sei geduldig, du wirst bekämpft als Husseini, ich weiß. Daran leiden wir alle, aber bleib geduldig. Und der letzte, Abis al-Shakir, salamullahi alayhi. Majnun al-Hussein. Abis alayhi salam, als er im Schlachtfeld reingegangen ist, Oberkörper frei war, die Anhänger haben gerufen, Abis al-Junent, Abis bist du verrückt geworden? Was hat Abis gesagt? Wallah, hubbu al-Hussein al-Jannani. Wallah, die Liebe zu Hussein, die hat mich verrückt gemacht. Seid verrückt in die Liebe von Imam Hussein. Seid mutig. Lass alles zur Seite, hab Imam Hussein. In deinen Augen, hab Imam Hussein vor dein Gesicht. Allahumma ya Rabbi al-Hussein, bihaq al-Hussein, ishfi sadr al-Hussein, zuhur al-Hujja ya Allah, wa akhru da'wanan, alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salli ya Rabbi ala Muhammad, wa alihi al-Tayyibin al-Tahirin.